Herr Hahn, wir haben uns getroffen, um ein bisschen über Ihr neues Buch zu sprechen, Körper und Gedächtnis, das dieses Jahr erschienen ist. Wenn ich Soziologen vom Gedächtnis hören spreche, dann geht es meistens um sowas wie ein soziales Gedächtnis, also ein Gedächtnis, was ausgelagert ist in Schrift, in Bücher, Bibliotheken und so weiter. Daneben kommt natürlich dann Gedächtnis eigentlich hauptsächlich zur Sprache als Leistung des Bewusstseins. Warum ist dann jetzt Gedächtnis auch eine Leistung des Körpers? Ja, also das, was Sie sagen, ist natürlich völlig richtig. Das gibt es auch alles und das muss man auch. Aber es gibt natürlich auch ein Gedächtnis des Körpers, weil der Körper selber eine Geschichte hat. Wenn wir auf die Welt kommen, hat der Körper noch wenig Spuren sozusagen von sozialer Einprägung. Aber je älter man wird, desto mehr trägt sich sozusagen die Gesellschaft in den Körper ein. Und vieles weiß der Körper, so könnte man sagen, auch ohne, dass es noch über das Bewusstsein läuft. Das kann man natürlich vor allen Dingen an Bewegungen ablesen. Wir wissen eigentlich automatisch in vieler Hinsicht, wie man sich bewegen muss, weil wir sozusagen ein Gedächtnis haben, das des Bewusstseins gar nicht mehr bedarf. Das hat natürlich auch Vorteile. Das hat sozusagen als erster hat das bei den Soziologen Gehlen sehr ausführlich gesehen und natürlich ohne Gehlen zu zitieren Bourdieu. Das heißt, es gibt sozusagen die Idee des Körpergedächtnisses auch schon in der Soziologie. Und da würde man eben vor allen Dingen Bourdieu als Kronzeugen nennen können. Also das wäre dann das mit dem Konzept des Habitus. Ja, und das Konzept des Habitus bei Bourdieu, das habe ich versucht auch darzustellen, geht natürlich, ohne dass er das weiter erwähnt, ganz stark natürlich zurück auf die Gewohnheitsbegrifflichkeit und die Untersuchungen, die Gehlen dazu angestellt hat. Nicht? Die Gehlenschen Überlegungen zur Gewohnheit spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Aber der Gehlen, das muss man nun leider sagen, war Nazi und was für einer. Und deshalb ist er eigentlich schlecht zitierbar. Ist es ja leider so, dass die Guten nicht immer die Genialen sind und manche Leute, die Genies sind, sind leider Verbrecher. Das war der Gehlen hoffentlich nicht, aber jedenfalls ist er sozusagen durch die nationalsozialistische Verstrickung, könnte man sagen, in vielen Kreisen nicht mehr zitierbar gewesen. Immerhin haben Berger und Luckmann in ihrem berühmten Buch ganz wesentlich die Gehlensche Habitustheorie zitiert. Und selbst wenn Bourdieu das nicht auf Deutsch gelesen hat, hat er auch vermutlich in The Construction of Social Reality von Berger und Luckmann lesen können. Also das war nicht einfach eine Parallelentdeckung, sondern da gibt es offenbar Traditionen. Wenn wir jetzt diesen Körper uns als Gedächtnisträger vorstellen, kann man dann einfach sagen, das wäre sowas wie ein Speichermedium, wie eine Harddisk, wo man was drauf abrufen kann? Ja, ich weiß nicht, ob Speicher... also ich würde sagen, der Speicherbegriff passt eher zur Selbstauslegung des Gedächtnisses, wie sich das Bewusstsein gibt. Der Körper kann nur, wenn man ihn beobachtet, wie ein Speicher angesehen werden. Er operiert eigentlich automatisch. Und bei einem Speicher ist ja das Charakteristische, da ist etwas angesammelt und dann guckt man, wo es liegt. Und der Körper guckt offenkundig nicht, wo es liegt, sondern er reagiert ja ohne lange nachzudenken, könnte man sagen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren Auto und jetzt kommt plötzlich irgendeine brenzlige Situation und Sie würden Ihren Körper, das Körpergedächtnis wie einen Speicher behandeln und erstmal suchen, was denn jetzt wohl die angemessene Bewegung wäre, dann wäre das Schlimmste schon passiert. Also das Körpergedächtnis zeichnet sich gerade dadurch aus, würde ich sagen,
Das ist ein spontanes Verhältnis zur Welt hat und es ist eingestellt auf die Welt, auf die Gegenstände. Ich könnte geradezu sagen, zum Körper und seinem Gedächtnis gehören die Gegenstände gerade direkt dazu. Es gibt sozusagen eine Verschraubung, könnte man sagen, zwischen den Gegenständen und der Welt. Das ist neuerdings natürlich nochmal wieder etwas allgemeiner und nicht so subtil wie bei Gehlen von Latour aufgezeigt worden. Kurz Zwischenfrage. Wäre das sowas wie die A Prioris bei Kant? Ja, man könnte sagen, es sind A Prioris, aber eben kurioserweise A Prioris, die in der Sinnlichkeit liegen. Aber auf der anderen Seite bei Kant sind die A Prioris, ja, deshalb heißen sie A Prioris, nicht Resultate von Geschichte. Bei Kant sind ja die A Prioris etwas, das nicht auf Erfahrung zurückgeht, sondern Erfahrung allererst möglich macht. Und hier würde ich sagen, müsste man Kant, ja, was heißt verbessern, aber müsste man im Lichte neuerer Einsichten, die schon bei Dilthey vorhanden waren, doch sagen, dass das, was für das Individuum ein A priori ist, für die soziologische Betrachtung selbst ein Resultat von Geschichte ist. Bei Foucault heißt das, Foucault spricht denn auch von historischen A prioris. Also das ist das, was uns durch andere, durch unsere Sozialisation in den Körper eingeschrieben ist, wie die Franzosen sagen. Und das wird ja so auch dann im Deutschen häufig übernommen. Ich würde sagen, viel besser als der Ausdruck eingeschrieben würde eigentlich passen im Deutschen eingeprägt. Also mit der Diskussion sind wir jetzt ganz nah an der Frage der Wahrnehmung auch dran. Mhm. Damit ja überhaupt mal der Körper etwas memorieren kann, muss er ja erstmal was wahrnehmen und er muss auch was aufmerksam werden. Mhm. Mhm. Sie haben der Aufmerksamkeit ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch gewidmet. Und wenn es um Regulierung von Aufmerksamkeit geht, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass Sie stark versuchen, einerseits diese biologische Komponente da hineinzubringen, andererseits aber auch die sozialen Mechanismen von Aufmerksamkeitssteuerung zu beschreiben. Ja. Können Sie das an einem Beispiel ein bisschen illustrieren? Ja, also natürlich wird helles Licht aufmerksamkeitssteuernd für uns, nur als Beispiel. Oder Lärm, das erregt uns. Und das ist erst einmal natürlich so, das muss nicht einsozialisiert werden. Aber wenn man sich vorstellt, wie viele Dinge es gibt, die man lesen könnte, auf die man schauen könnte, dann ist ja die Frage, wie wird eigentlich die Auswahl geregelt? Und die Auswahl wird natürlich einerseits schon dadurch geregelt, also das wäre jetzt die biologische Dimension, dass unser Auge bestimmte Dinge gar nicht erkennen kann oder unser Ohr bestimmte Dinge gar nicht hören kann. Also unser Auge kann eben zum Beispiel als pures Auge infrarotes Licht nicht sehen und ultraviolettes Licht auch nicht. Und unser Ohr kann einfach Wellen gar nicht wahrnehmen, die ein Hund sehr wohl wahrnehmen kann. Insofern könnte man sagen, ist schon die pure Ausstattung mit unserem, die organische Ausstattung etwas, das selektiert, das, worauf man überhaupt aufmerksam werden kann. Aber dann ist es natürlich jetzt könnte man den Körper sozusagen mit seiner Geschichte sehen. Leute, die bestimmte Dinge gelernt haben zu unterscheiden, die haben eine andere Form, sagen wir, der Geruchsaufmerksamkeit. Ein großer Teil der Leute ist gar nicht in der Lage, wenn sie sagen, wir nehmen einen Wein, die würden sagen, es riecht nach Wein. Aber jemand, der Weinkritiker ist, der würde jetzt zum Beispiel sagen, das hat einen Duft, nach Ananas und reifen Pflaumen oder so. Das heißt, hier wird sozusagen schon die sozial trainierte Sinnlichkeit wichtig für Aufmerksamkeitszuwendung.
Und dann natürlich, was die Soziologen natürlich vor allem interessiert, sind natürlich Aufmerksamkeitssteuerungen, die sich durch soziale Relevanzen ergeben. Nicht? Also was nicht in der Zeitung steht, kann auch nicht mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Also die Aufmerksamkeit wird dem Einzelnen in diesem Bereich ja weitestgehend abgenommen und läuft, sagen wir, über Medien oder so. Aber auch da kann man dann wieder feststellen, welchem Medium ich dann Aufmerksamkeit zuwende. Das hängt dann vielleicht nicht nur von einem Medium ab, sondern von komplexen Zusammenhängen. Wenden wir uns doch vielleicht nochmal dieser natürlichen Ausstattung zu. Sie haben geschrieben, es gibt in der natürlichen Umgebung gewisse Auslöser für Aufmerksamkeit. Und letztendlich müsste man sich ja dann fragen, wenn der Mensch von so einer sehr von der Natur geprägten Umgebung immer mehr in die Kulturlichkeit hineinrutscht und wir inzwischen fast alle in Städten leben, dann müsste das doch eigentlich große Auswirkungen haben, auch nur schon auf die ästhetische Aufmerksamkeit, die wir mit uns tragen. Das ist völlig richtig, ja. Das heißt, bei Tieren ist sozusagen die Aufmerksamkeit eigentlich angelegt, die mit dem Organismus zusammenhängt. Also zum Beispiel, was selten ist, regelt sich eigentlich durch die Umwelt, in der diese Wesen natürlicherweise eingelassen sind. Aber wir reagieren natürlich auf eine sekundäre Umwelt. Wir reagieren, also zum Beispiel könnte man sagen, ja, bestimmte Formen und Farben sind in der Natur selten. Und das macht sie natürlich in hohem Maße geeignet, Aufmerksamkeitsauslöser zu sein. Aber in einer kulturellen Welt werden die Zeichen ja selber hergestellt. Das heißt, wir stellen die Auslöser kulturell, sozial selber her, auf die dann andere oder auch wir selber reagieren. Das ist ja nicht ein Bär stellt sozusagen die Auslösersituation nicht her, auf die er dann reagiert. Aber die Menschen stellen die Auslösersignale selber her. Und damit hängt natürlich auch die gesamte Möglichkeit der Manipulation des Organismus, aber auch des Bewusstseins zusammen. Also sozusagen, wir stellen das Gehen über optimale Attrappen nennt her. Nicht? Also das kann man ziemlich deutlich sagen. Also in der Natur reagieren die Leute, sagen wir, in der Sexualität auf in der Natur gegebene Sexualitätssymbole. Aber wir stellen die Symbole her. Also die gesamte Werbung zum Beispiel läuft ja genau darauf hinaus, dass man immer stärker, sagen wir, sexistische Reklame macht. Das heißt, wir stellen Aufmerksamkeit her. Und das ist sicher etwas, das gibt es in allen Kulturen, aber das gibt es natürlich seit 100 Jahren oder so und verstärkt in der letzten Zeit immer mehr, dass die Aufmerksamkeit immer kurzfristiger über hergestellte Aufmerksamkeitsgeneratoren, könnte man das nennen, abgewickelt wird. Wenn Aufmerksamkeit dann erstmal über was Seltenes, was Außergewöhnliches funktioniert, dann haben wir doch in der heutigen Gesellschaft gerade das Seltene, das allgegenwärtig geworden ist. Ja. Und dann sieht man, wie schnell das sozusagen über Moden abgewickelt werden muss. Denn wenn etwas lange selten war und jetzt plötzlich häufig wird, dann hat es, solange es noch selten war, Aufmerksamkeitswert. Aber in dem Augenblick, wo, sagen wir, ein Medium, oder jemand, der eine Zeitung oder irgendein Fernsehmensch das merkt, sozusagen versucht er, die Leute zu erwischen mit dem häufigeren Angebot des Seltenen. Und das verbraucht sich aber natürlich, das verbraucht sich aber sehr, sehr schnell. Also zum Beispiel die Biologen haben eben etwa versucht, über Attrappenversuche, Beuteobjekte oder Sexualobjekte, nur um diese beiden mal zu nennen, permanent
zu servieren. Und dann erlahmen die Tiere nach einer Weile. Das heißt, der Reiz erlischt. Und bei uns werden dann einfach neue Reize erzeugt. Das ursprünglich Seltene erlebt Inflationen und in die inflationär gewordene Präsentation von Reizen oder auf die inflationär gewordene Präsentation von Reizen antwortet dann die Neukreation von Reizen. Also das, was ich eben es entspricht sozusagen der menschlichen Aufmerksamkeit. Hat natürlich eine natürliche Basis, aber an ihrer Stelle tritt eben die kulturell oder sozial unterschiedlich gesteuerte soziale Stimulierung von Aufmerksamkeit. Knapp bleibt sie allemal. Das ist jedenfalls, das scheint mir eine grundsätzliche Geschichte zu sein, dass die Aufmerksamkeit immer knapp ist. Und je stärker die Reizungen und die Alternativen werden, desto spannender wird natürlich das, was ich den Kampf um Aufmerksamkeit nenne. Es gibt so viele Dinge, die sich um Aufmerksamkeit bewerben, dass man nie recht weiß, wer macht das Rennen. Und ich würde sagen, noch stärker als der Kampf ums Geld ist in der gegenwärtigen Situation der Kampf um Aufmerksamkeit. Und um das wiederum herzustellen, müssen die Signale wieder ganz drastisch werden. Also zum Beispiel in der Wissenschaft, das wird so viel publiziert, wie kann man da Aufmerksamkeit herstellen? Und manchmal hat man das Gefühl, ein Teil der Reklame, die in der Wissenschaft ist, die funktioniert nach dem gleichen Modell, wie man Reklame für Unterwäsche oder für neue Schuhe oder neue Autos macht. Man muss irgendwie, weil ja kein Mensch die Bücher vorher liest, muss man irgendwie einen Dreh erfinden, die Leute davon zu überzeugen, dass es sich aber lohnt, dieses Buch zu lesen. Eine Technik ist natürlich sozusagen die Übertreibung der Reputation des Autors. Hier handelt es sich um den Nobelpreisträger X, hier handelt es sich um den Professor Y, der schon an 3 oder 4 berühmten Universitäten war. Wenn Sie das nicht gelesen haben, dann können Sie überhaupt nicht mitreden. Also hier sieht man sozusagen kommunikativ gesteuerte Steuerungen von Kommunikation. Also die Kommunikation stellt selber auch noch her, was notwendig ist, damit eine bestimmte Kommunikation überhaupt mit Aufmerksamkeit bedacht wird, nicht? Ja.